Herzlich willkommen zu meinem Filmfreitag. Ich bin Genie und in Zukunft werdet ihr immer freitags hier ein Update bekommen, was Filme und Serien angeht, zum Thema Disney und Co. Das heißt, alles, was magisch verzaubert ist, märchenhaft. Seid gespannt und folgt mir gerne. Wie viele Harry Potter Fans schon mitbekommen haben, wird es eine Harry Potter Serie geben und dafür wurde nun schon eine Regisseurin und ein Showrunner gefunden. Wie The Hollywood Reporter nun mitteilte, soll Regisseurin Francesca Gardner nun das Drehbuch für die erste Staffel der Harry Potter Serie schreiben. Die Serie soll alle 6 Bücher der Autorin J.K. Rowling adaptieren und so mehr ins Detail gehen und originalgetreuer zu den Büchern werden im Gegensatz zu den Filmen. Wer allerdings Harry Potter und Co. spielt, sollen wir erst später erfahren. Eine Veröffentlichung ist für 2026 geplant und nach aktuellem Stand wird sie dann auf Sky oder Wow laufen. Wer von euch liebt alles auch die Filme von Narnia? Ich gehöre da auf jeden Fall zu und mittlerweile ist es schon 20 Jahre her, dass der erste Film erschien. Nach dem dritten Teil, Die Reise auf der Morgenröte, war dann leider Ende und es kam kein Film mehr raus, was ich persönlich sehr schade fand. Doch dann kam Netflix und hat sich schon 2018 die ganzen Filmrechte von allen 7 Büchern unter den Nagel gerissen. Und wir können also davon ausgehen, dass es bald wieder Narnia-Filme gibt. Allerdings soll es keine Fortsetzung geben, sondern Netflix möchte komplett von vorne anfangen mit dem ersten Buch. Also das heißt ein richtiges Reboot. Was haltet ihr davon? Ich muss ja sagen, ich bin ein Riesenfan von Netflix-Produktionen. Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Wahrscheinlich wird es erst Anfang 2026 sein, dass wir denn wieder in die Welt von Narnia eintauchen können. Neuigkeiten gibt es auch zu Super Mario 2. Wie fandet ihr denn den Film? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich hatte eigentlich keine richtigen Erwartungen zu dem Film, aber ich muss sagen, ich fand ihn großartig. Ich fand ihn viel, viel besser, als ich es mir vorgestellt hatte. Alle Fans, die den Super Mario Film so gut fanden, können sich beruhigen, denn der Drehbuchautor bleibt gleich, der Regisseur bleibt gleich und Illumination ist auch mit denen schon an der Produktion dabei. Ein Datum steht übrigens auch schon fest, was noch nicht ganz klar ist. Wer sind die Helden? Wer sind die Bösen? Ob jetzt Luigi und Mario so im Mittelpunkt stehen, ist nicht klar, aber wer die Mid-Credit-Scene gesehen hat, wer war da am Ende? Schreibt es mir. Es war Yoshi. Also wir können davon ausgehen, dass Yoshi einen großen Teil in dem Super Mario Film 2 einnehmen wird. Und was die Bösewichte angeht, ich könnte mir ja vorstellen, dass Wario ins Spiel kommt. Am 2. April 2026 wird der Film dann in den Kinos erscheinen. Schreibt mir aber gerne eure Vermutung oder wenn ihr schon mehr wisst, in die Kommentare. Alle Toy Story Fans können sich jetzt freuen. Toy Story 5 befindet sich in der frühen Entwicklung, aber es steht schon ein Kinostart fest. Außerdem wird es sehr spannend, denn eigentlich war Toy Story 4 ja schon am Ende ziemlich abgeschlossen. Jetzt ist aber die Frage, Andy wird er zurückkehren oder ein anderes Kind? Werden Woody und Buzz Lightyear wieder vereint? Geplant ist ein Kinostart am 28. Juni 2026. Schreibt mir auch hier gerne eure Vermutungen in die Kommentare. Eddie Murphy hat in einem Interview etwas aus dem Nähkästchen geplaudert. So soll nach seiner Aussage sich Shrek 5 in der Produktion befinden. Außerdem soll angeblich auch der Esel ein eigenes Spin-off bekommen, ob es ein Film ist oder Serie, das steht noch nicht fest. Also da können wir uns schon sehr freuen. Ich fand Shrek nämlich immer sehr, sehr cute. Jeder, der Alles steht Kopf liebt, wird sich nun freuen, denn es gibt einige Neuigkeiten zu der Serie und auch etwas zu Alles steht Kopf 3. Denn nach dem Riesenerfolg von Alles steht Kopf 2, wer hat den übrigens schon geguckt, schreibt das mal in die Kommentare, der wird sich jetzt sehr freuen. Denn nun verriet der Pixar-CEO Pete Docter, dass die Spin-off-Serie zu Alles steht Kopf schon fertig gedreht ist. Diese soll wahrscheinlich im Frühjahr nächsten Jahres auf Disney Plus erscheinen. Wir sind gespannt, ob es noch mehr neue Emotionen gibt. In der Alles steht Kopf-Serie geht es dann hauptsächlich wieder um die Produktion unserer Gedanken und wie das unser Leben beeinflusst mit den Träumen und Erinnerungen, die wir haben. Zu Alles steht Kopf 3 äußerte der Pixar-CEO sich nur, dass die Geschichte natürlich noch lange nicht auserzählt ist, aber Neuigkeiten werdet ihr dann natürlich auch von mir erfahren, sobald es welche gibt. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Nächsten Freitag gibt es dann wieder Genies Filmfreitag und Folgen nicht vergessen.